Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Captain of Industries. Ja, wir haben in der letzten Folge hier unseren Dünger begonnen zu nutzen und ihr habt ja auch reingeschrieben, dass ich mehr Dünger brauche und weitere Ideen auch für Nachhaltigkeit vor allem. Jetzt habe ich ins Licht geschaut von der Kamera. Jetzt sehe ich gerade Blitz. Und wir haben auf jeden Fall einiges noch zu tun. Ihr habt mir auch gesagt, ich sollte vielleicht nicht so vorrushen mit der Forschung und mich mal darauf konzentrieren, dass die Kollegen hier ein bisschen happier sind. Warte, ich bin mir gerade überlegen, ob ich das Licht noch schnell ausschalte, weil es geht mir gerade tierisch auf und sagt, Autofokus, nee, Licht aus. Oh, meine Augen. Ich muss mir noch ein Licht für den Hintergrund suchen, damit ihr nicht den ihr seht den Schatten. Da muss ich mir noch ein Licht für suchen, damit das bestrahlt. So. Nee, aber wir haben hier unsere ganze Anlage. Alter, mein Blick. Ich sag's euch, ich spür's gerade. Also ich glaube, euch kann ich mittlerweile auch mal hier wieder Einigkeit klauen, die ich hier verwendet habe. Ja, das bringt uns nicht auch schon wieder einiges, weil ich hier Einigkeit die ganze Zeit verwendet habe, weil wir gleich einen Shortage hatten oder sowas in der Art. Gut. Die Idee mit Hackschnitzeln fand ich sehr genial zum Beispiel. Weil ich glaube, ich kann die ja auch mit Hackschnitzeln betreiben, richtig? 48 Hackschnitzeln. Dafür müsste ich jetzt noch einen zweiten Zugang legen, ne? Da ist die Anlage ein bisschen blöd für. Da müsste ich mir eine andere Anlage mal. Oder eine weitere, die rein mit Hackschnitzel mal läuft. Können die Dinger hier Hackschnitzel nehmen? So, das ist Interesse. Kann ich mit euch Hackschnitzel lagern? Ja, Hackschnitzel gehen. Bedeutet, rein theoretisch könnte ich mal eine auf Hackschnitzel umstellen. Um zu schauen, wie das funktioniert. Um Kohle zu sparen. Und dadurch, dass die ja hier meistens auch voll sind, wäre das vielleicht auch ein Test, den wir hier kommenzen können. Weil rein theoretisch ist ja die Idee, umzustellen auf die andere Anlage auf der, welche Seite ist das? Norden, Süden, auf der Nordseite nennen wir es jetzt mal. Wir sind auf der Südseite aktuell. Bedeutet, wir können die Südseite dann für Tests verwenden. Bedeutet rein theoretisch für sowas wie einen Hackschnitzeltest. Dass wir sagen, wir gehen auf Hackschnitzel rüber. Dafür wäre zum Beispiel die Fläche hier ganz praktisch. Was vielleicht ein Ziel wäre, wir tun ja immer Stück für Stück den Sand hier abgraben anfangen. Und dann die Fläche wirklich komplett freiräumen, ein bisschen Erde drüberlegen, so dass ein, zwei Schichten und dann damit mit anpflanzen und weiß der Kuckuck, was beginnt. Aber wie viel Fläche ist denn das jetzt? Oh, die Dinger brauchen mehr Platz. Aber wenn wir die hier freischaufeln könnten, wären wir natürlich von der Fläche hier relativ gut dabei. Wenn wir dann nach hier drüben expandieren können, weil die Kohle leer ist. Graben die gerade nicht, weil die Bagger nicht kommen? Oder was ist jetzt hier mit den Leuten los? Ah, ich glaube, die waren gerade alle unterwegs. Wir geben mal hier ein paar Verkipppunkte noch frei, weil ich glaube, die fahren jetzt alle um die Insel rum. Dann haben die hier noch ein bisschen was zu tun. Ich glaube nicht genau, dass das passiert. Die fahren hier hinter und verkippen hier hinten. Die ganzen Kleinen sogar. Der will mit der Kohle irgendwo hin und ich weiß nicht, wohin er will. Ah ja, schau an, ich habe hier mal Kohle. Hier war mal der Plan, dass ich Kohle drin mache, ne? Ah, den Weg habe ich jetzt zugesperrt. Hoppala. Tun wir mal dir die Einigkeit raus. Da muss ich mir eventuell was überlegen von der Verkabelung her. Ihr lauft auch schon, das ist natürlich super, eine Unterstützung noch zu sehen für, was war es hier in dem Fall, wir verwenden hier den ganzen Rest hier, Rohbenzin, was, ah ne, das ist Treibstoff, ah ne, ich habe hier eine extra Leistung raus, ne? Stimmt, ah, da war was. Auch Rohbenzin, ne? Ja. Der scheint aber ganz gut gebalanced zu sein aktuell. Von daher sind wir da ganz gut unterwegs. Gut. Aber lasst uns mal überlegen, wie wir das jetzt hier am besten umsetzen. Ihr habt ja gesagt, ich soll zum Beispiel hier die Mitte mal vollfüllen. Das hier wäre natürlich eine super Fläche, da habt ihr schon recht, dass wir das verfüllen.
und dann nutzen können. Weil wenn wir uns zum Beispiel die Arbeitsfläche anschauen, ich glaube, da können wir so viel Wald und Renewable Energies herkriegen. Wie blöd. Problem hier ist genau die Goldmine in der Mitte drin. Könnt ihr euch nicht irgendwo einen Berg suchen? Bedeutet, die wird wahrscheinlich bis hier, dann ist das Auge hier auch schon wieder zu. Eisen, ja, okay. Hier mal Kalkstein. Bedeutet, die beste Ebene wäre halt wirklich hier hinten zu schauen, das freizukriegen von der Fläche her. Bedeutet, ich muss aber auch irgendwo die Erde extra lagern, damit ich die nachher wieder verkippen kann. Bedeutet, wenn die Kollegen hier fertig sind, kriegen sie einen neuen Auftrag. Speziell die Erde hier irgendwo zu verkippen, dann müssten wir uns einen Platz noch suchen, den planieren und darauf dann Erde abarbeiten. Sobald die Erde dann verarbeitet oder abgelagert wird, das wird wahrscheinlich eh der Platz hier, dass man hier dann voll den Hügel aufschütten oder sowas, müssen wir dann Stück für Stück hier das anfangen abzugraben und dann wieder eine Schicht Erde drüber setzen. Mit dieser Schicht Erde dann wieder am Ende arbeiten anfangen. Wäre wahrscheinlich auch der beste Weg, das Ganze dann zu handeln. Da wäre wieder die Höhle des Löwen, die wir hier hatten, mal wieder praktisch. Aber die schlag halt blöd. Wir hätten wirklich eine dauerhafte irgendwie Lösung finden müssen, um das Problem zu lösen. Warum habe ich eigentlich hier nochmal runterkramen wollen? Ich weiß gar nicht, was das jetzt Ziel hier. Ich glaube, das war ein Geschwindigkeitstest, oder? Ja, hier noch zwei Probedinge. Da muss ich mich auch mal irgendwann. Ah, so viel To-Dos an den verschiedenen Ecken. Gut, das ist unsere ja temporäre Düngerproduktion. Ich nenne sie temporär, weil sie eigentlich nicht für die Dauerbetriebe gedacht ist. Kriegst du euch noch Kalkstein nach, wenn du so eng hier hintereinander legst? Scheint so, ne? Eigentlich müsste ich ja das hier so rumleiten, ne? Eigentlich wäre schlau hier so hin. Umgedreht, schnell liefern. Ach so, weil das ein Input, hoppala. Ich habe das als was ganz anderes gesehen, ups. Was ich auch gerne noch testen würde, irgendjemand hat mal vor Ewigkeiten gesagt, ich kann Rohre vergraben. Ich will probieren, Rohre zu vergraben, ganz ehrlich. Und ich finde es immer noch geil, dass die Kamera so weit oben anschaut, obwohl sie rein theoretisch eigentlich mit mir so auf Augenhöhe mittlerweile ist. Und ich schaue eigentlich mittlerweile nach da unten, nicht mehr nach da oben, weil da unten ist mein Hauptbildschirm, mein Bildschirm war davor da oben. Ich habe meine ganzen Bildschirme wieder neu arranged. So. Aber gut. Mittlerweile wird das ein Chaos. Es ist wie beim Programmieren. Irgendwann hast du nicht mehr wirklich den Plan, wo was von dir abliegt. Okay. Überlegung. Es wäre wahrscheinlich auch mal schlau. Warum willst du zur Hölle nach da hinten? Ach, weil du das lernen willst. Kann ich dem nicht sagen, er darf nur bestimmtes Zeug fahren? Es geht bei ihm wieder nicht, oder was? Kraftstand. Der ist auch leer. Oder er will, dass ich ihn nach da vorne verlege, dass er zu rankommt, oder was? Oh. Das ist ja eine blöde Sache. Rein theoretisch, ja, okay, ich könnte natürlich hier schon, dass er durchfahren kann. Was seid ihr zwei? Das seid die Absetzbecken hierfür, ne? Also aktuell schaut es echt nach dem aus, dass wir einfach zu wenig Leistung haben. So, haben wir hier noch eine offene Mission? Schaut eigentlich ganz aktuell gut aus. Ich würde irgendwie sagen, lasst uns den mal hier auf Hackschnitzel umstellen. Und das werden wir jetzt hier auch mal machen. Wir brauchen erst eine große Lagerhütte mal für Kohle. Für Holz. Das wird jetzt mal so ein Test. Dann brauchen wir für Hackschnitzel ja so ein Absetzbecken. Ah, das ist für die Goldproduktion, ne? Zentralrechner. Den könnten wir auch mal... Ah, dafür brauchen wir jetzt Gold. Stimmt, ich musste ja noch Gold machen. Ich hab's Gold vergessen.
Ich habe viel vergessen aktuell, ehrlich gesagt. Hier könnte ich mit Gas schon arbeiten. Was bräuchte der Brenngas? Für die Drehöfen. Wollte fragen, wann fand ich, wo habe ich meine Drehöfen eigentlich aktuell? Ich habe total vergessen, dass ich hier irgendwo Ziegel auch die ganze Zeit produzieren muss, oder? Da ist ein Brecher. Du machst aber keinen Hackschnitzel, ne? Leider. Hä, bin ich blöd? Presse vielleicht? Nee. Schredder. Ja, hier der Schredder. Also ich brauche pro Ding 48 pro Minute, aber ich bräuchte 4 Schredder. Wenn ich das richtig sehe, wir machen ein flaches Förderband. So. Warum ist das jetzt schon? Ach, come on. Frech ist das. Einfach nur frech. Dann machen wir das Ganze einfach wieder anders. So schaut's aus. So. Schredder. Nee, besser. So, und wenn ich jetzt dich nehme. Nein, stopp. Oh, Mensch! Flaches Förderband 2 einfach. Nimm dich. So. Dann brauchen wir ein U-förmiges Förderband. Ich weiß nicht, warum ich es jetzt so mache. Ich finde es gerade irgendwie besser. Einfach, weil es spannend ausschaut. So 4 Röhren nebeneinander. Und die laufen dann in ein... Tun die es eigentlich schon befüllen? Oh ja, das wird schon befüllt mit 1000 Holz mittlerweile schon. Die Kollegen arbeiten hier oben mal wieder. Die haben mal offiziell wieder zu tun. Wahnsinn. Schlau wäre es natürlich hier runter zu graben, das zu begradigen. Dann hier eine Auffahrt zu machen für sowas dann. So, dann brauchen wir hier noch ein Schüttgutlager. Weil immerhin ist das ein Schüttgut. Und dann gehen wir hier auf einfach Vollproduktion. Aus und aus. Und dann sollten die ersten jetzt hier liefern. Schauen wir mal, jetzt tun wir nur mal umwandeln. Das wird eh wieder dauern. Aber rein theoretisch produzieren all die vier hier genug, um beide Anlagen hier zu betreiben.
Rein theoretisch. Ist natürlich wieder ein Overhead und ich wette, die brauchen auch Strom. Ja. Bedeutet, ich brauche mindestens 400 kW. Obwohl, die bringen natürlich Megawatt raus. Also der Vergleich ist natürlich am Ende wieder. Ja. Jetzt ist die Frage natürlich, wie lange hält der Wald durch? Wir werden jetzt so durch den Wald durchrushen für eine Zeit, dass wir den Wald natürlich merken werden, wie heftig der nachlässt am Ende. Aber alles für die Wissenschaft, wie man so schön sagt, ne? Wo will denn er die Kohle schon wieder hin? Wenn ihr unbedingt wollt, mache ich euch jetzt ein Schüttgutlager einfach hier hin. Und das verbindet sich nach hier hin. Das macht aus und aus. Und das kriegt hier Kohle. Und mit einem Bitte-Befüllzeichen. So, die ersten Hackschnitzel kommen schon rein. Wir sind immer noch bei 1000, die hier drin sind. Also aktuell kommt danach. Aber der Wald wird natürlich auch schon ordentlich gerodet. Und das ist gerade mal für eine Anlage, von der wir hier gerade reden, ne? Das ist gerade mal eine Anlage. Was brauchen wir eigentlich für Möbel? Was bist denn du? Enter Command. Help for Print. Oh, nee. Ö. Wie heißt es wieder? Haushaltswaren. Aha. Haushaltswaren. Glas, Stahl und Holz. Mhm. Holz vor allem, okay. Warum müssen die denn eigentlich, können die nicht einfach auch sagen, hey, ich nehme ein anderes Ziel an, ich komme da nicht hin und dann nach einer bestimmten Timeout-Zeit, wo man nicht reagiert, sagt er, okay, kann ich halt nicht anfahren? Es könnte jetzt interessant werden, ob die damit nachkommen. Also aktuell könnten wir umschalten. Wir tun schon mal an die zweite Position des Stellen. Gut, schönerweise tut das Abgase zum Beispiel auch reduzieren, ne? Das hätte hohe Vorteile, weil wir fast die Hälfte der Abgase nur brauchen, ausscheiden. Anfangen. Vielleicht sollten wir wirklich mal eine Gruppe machen, die nur Fläche produzieren anfängt. Kohle komplett außen her und alles, wo wir uns nur drauf mal konzentrieren, wirklich wieder zu bauen. Ich glaube, ich bin aktuell viel zu viel drauf konzentriert. Wo will er denn hin? Nein, gibt's nicht. Vergiss es. Das Lager hat nur einen Plan. Ich reiße jetzt erstmal die erste Kohleverbindung ab. Gut. Wenn da mehr natürlich passieren würde, wird es cooler ausschauen. Aber jetzt hat... Hier haben wir jetzt über 1000 Hackschnitzel drin. Das sind immer noch 1300 aktuell. Also aktuell schauen wir so im Positiven aus. Bis das Ganze wirklich aktiv läuft, dauert es noch ein bisschen. Dann würde er das Lager umwälzen anfangen. Jetzt machen sie erst die Kohle. Dann schauen wir mal, was mit der Hackschnitzelproduktion funktioniert. Rein theoretisch müsste es die Gesundheit fördern, weil ich glaube, Abgase werden doch... Die Luftverschmutzung wird doch in Gesundheit. Bedeutet, wir würden die Luftverschmutzung angehen. Wäre natürlich schon positiv, aber der Wald muss halt hinterherkommen. Das könnte böse sein in dem Fall.
Gut, wenn ich jetzt sagen würde, ich will Haushaltswaren produzieren. Ich habe Holz hier gleich noch in der Leiste drin, wenn ich es richtig sehe, ne? Hier oben. Wenn ich das hier vorziehe und sage, ich würde das hier vorne bauen. Was ja ginge. Glas hat, würde hier das neue Förderbandposition annehmen. Oder die müssten wir auch mit vorziehen. Gut. Dich müsste man ein bisschen umplatzieren. Wo fährst du erschienen? Oder bist du für die Forschung zuständig? Die wir hier angepumpt haben. Wenn wir das abändern, könnten wir die Linie auch durchziehen. Glas, Holz, Stahl. Stahl war... Welche Ebene waren wieder Stahl? Warte mal. Stahl. Stahl läuft hier, wie es ausschaut. Wir ziehen es jetzt einfach mal bis hier vor. Gut, das sind die ersten schon mal, die ich gezogen habe. So. Warum nimmt er da jetzt so eine Stufe 1? Da haben wir doch ein rotes Rohr. Nach langer Zeit tun wir mal wieder unsere... ...Verbindungen ziehen. Haben wir eh schon lange nicht mehr gemacht, wenn ich erst so drüber nachdenke. Da merkt man auch wieder mal, wie viele Verbindungen man einfach mal irgendwann aufgebaut hatte. Das war aber damals gleich auch eine meiner genialsten Ideen, dieses Netz zu bauen. Wenn man sich das so anschaut, ist das schon massiv. So. Das sind die Standardlinien, die bis jetzt existiert haben. Jetzt rattern wir mal kurz euch hier weg. Was ist das? Flaches Förderband, Stufe 2. Dankeschön, schnell bauen. Das ist auch ein flacher, nee, ist ein flaches Förderband nur sogar. Machen wir jetzt ein 2 draus. Und hier setzen wir direkt mal das aus. Nochmal und tun das dann gescheit einbauen.
flaches Förderband 2. Gut. Gut. Das bauen wir mit Speed, weil es muss einfach mit Speed gebaut werden in dem Fall. Gut. Dann läuft nicht das hier schon wieder weiter und ist direkt ins Netz eingebaut. Genial. Genius! Alter, diese Bandanlage ist brutal. Kann ich nicht einfach hier auch Copy machen und es dann ein bisschen weiter vorne noch ziehen? Wunderschön. Nochmal kopieren. Mache ich jetzt eins kürzer bitte oder so. Alter. Jetzt geht's ab, ich sag's euch. Geben wir die ganze Anlage hier wieder in Bau. Hier geben wir wieder einen Verkippungsauftrag auch noch in Gange. Hier sind sie ja gut am Verkippen. Wie läuft es drüben mit den Verkippaufgaben? Super. Die Bergabbauabgaben sind auch super dabei. Wie es ausschaut. Also wir kommen gut hier lang. Oh, das schaut aber auch so aus, als ob wir bald wieder Kohle nachproduzieren müssen. Wir müssten euch wahrscheinlich mal wieder Kohle geben als Auftrag. Dann grab dich mal da rein. Nein, fürs Erste einfach gerade. Warum muss denn immer alles gleich eingegraben werden tief? Wer nimmt die Mission? Hat ihr nicht irgendeinen von euch mal auf Kohle angesetzt? Kohle. Abbaupriorität Kohle. Nein, euch habe ich ihn abschleppen lassen. Oh Gott. Oh, das war der falsche Button. Oh. Keine Abbaupriorität. Abbaupriorität Kohle. Guck mal, da drüben. Komm, Fifi, komm. Komm, Fifi, komm. Oha, okay. Die Folge ist schon wieder etwas lang geworden. Ich glaube, ich werde die wieder teilen, bedeutet, wir werden es noch ein bisschen spielen. Und dann einfach, obwohl, Quatsch, scheiß drauf. Machen wir mal wieder eine lange Folge, ist ja auch wurscht. Dann würde ich sagen, ich hoffe, es hat gefallen. Wenn ja, lasst unten einen Daumen nach oben da, abonniert, wenn ihr noch nicht habt. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Also, bis dann. Ciao.